Ben Cockrells, Arden McCashin's word, auf einmal ebenfalls bewaffnet, den Kampf gegen die fliegenden Höllenmonster aufnehmen. Und nachdem die einige von ihnen ins Jenseits geführt haben, sich deren fliegenden Motorroller bemächtigen und die Straßen von Manhattan von Toten übersehen ist, in unzähligen Blutlachen, sodass der Kampf an Heftigkeit zunimmt. Und nach langen Kämpfen mit mehreren hunderten Toten, die Bevölkerung von Manhattan die Oberhand gewinnt, als ich am Ende dieses Kampfes sowie meine beiden Kumpels ebenfalls getötet werde, sodass wir dadurch zu einer Geistererscheinung werden, die durchsichtig sind und ins Schattenreich einkehren, wo der Kampf dann weitergeht gegen andere Schattenwesen, was ebenfalls Dämonen sind. Als ich mich auf einmal in meiner alten Wohnung in der Bronx von Manhattan erwache und auf der Couch liegend die Feststellung mache, dass ich abgestürzt bin und das ganze Leben ist mit den fliegenden Dämonenmonstern zum Glück nur geträumt habe.